Also, was haben wir hier heute Schönes? Das ist ein Küchenkomposter. Küchenkomposter heißt, man darf hier Sachen reinschmeißen, die man dann nicht in den Außenbereich tun muss. Also zum Beispiel Obstabfälle, man darf sogar Fleisch rein tun, Joghurt, ganz viele Sachen. Und das schmeißt man dann hier so rein. Ja. Dann hat man hier ein volles Teil, dann drückt man das fest. Und jetzt kommt das Geheimnis, das ist jetzt klein. Kannst du das mal filmen? Genau. Und da sind ganz kleine Mikroelemente drin. Hier. Mikroorganismen. Lecker. Und die kann man dann da so drüber tun. Und dann ist das Tolle, das zersetzt sich dann so, ohne irgendwie zu drücken. Dann tut man natürlich, also festdrücken, habe ich schon gesagt, dann tut man diesen Deckel hier drauf. Und dann kann man das in seiner Küche haben und es stinkt nicht. Der Saft, der hier unten rauskommt, den muss man rauslassen. Sickersaft nennt sich das dann. Und den kann man in seinen Abfluss tun und dann stinkt es nicht mehr aus dem Abfluss. Der tötet nämlich auch andere Bakterien. Und nach circa 2 Wochen hat man hier Humus, also nicht zum Essen, sondern Humus zum Düngen. Also quasi Biodünger, den kann man dann entweder auf seine Pflanzen tun oder wenn man draußen einen Kompost hat, den Kompost damit anreichern und es hilft dann wieder, das Ganze zu zersetzen. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Weniger Müll, es stinkt nicht, wertvoller Bioabflussreiniger, Dünger für die Pflanzen und für draußen Kompost. Das Ganze gibt es bei Avocado Store für 69,95. Dieses Zeug hier, das kann man auch einzeln kaufen, kostet ja 14,95, das ist jetzt nur ein halber Beutel, der ist natürlich dann voll, wenn man den kauft. Das war's.